Dich dahin. Ist eigentlich ziemlich egal, wo es gerade steht, weil wir werden eh nicht schießen. Hätte ich die auch weiter vorrücken lassen können, oder? Scout hat da einen Trupp. Aber wenn die wirklich näher rankommen, also nah genug rankommen, dass sie sieht, dann werden die da in Deckung gehen und wir werden von hier hinten aus nicht schießen können. Also nee, du musst auch weiter vor. Dich hätte ich eigentlich ganz gerne stabil. Und in voller Deckung, dann ist hier wirklich am besten. Hm? Also ich hoffe zumindest, dass er so ein bisschen hier um die Ecke rumlehnen kann, sonst wäre das doof. So, du dahin. Fertig, fertig. Feind in Sicht. 4 Sektuinen. Warte mal, du siehst anders. Du hast eine andere Farbe, oder? Ne, sah gerade nur so aus. Okay. Keine Schredderrakete. kriege ich keine Leichen, ich kriege keine Waffenfragmente. Ja, ich weiß. Aber es ist verlockend. Komm. Ich muss zugeben. Also, schicken wir mal. 48% geht eigentlich, ne? Ah, 51 ist besser. Scouty makes Scout. Mach nochmal den Motion Tracker an, bitte. Ich würde ganz gern gucken, ob hier noch ein Trupp in der Nähe ist. Nö. Okay. Dann tagge sie bitte. Den, der am schwersten zu treffen ist. Kann ich einfach mal flankieren? Ne, wenn ich hier hingehe, dann kann ich bestimmt hier nicht rübergucken oder irgendwas in die Richtung. Das heißt, du rückst einfach regulär vor. Und mit ihm warte ich jetzt aber erstmal ab. Je nachdem, wie die Schüsse ausfallen, kann ich dir nämlich noch eine Rauchgranate schmeißen. Das heißt... Ja, du musst noch vor. Ist aber auch ein Executioner, das heißt, muss später schießen. Zu viele Entscheidungen, die aufgeschoben werden müssen. Du könntest Run and Gun. Ja, machen wir das. Kommt ihr eh nach 2 Runden schon wieder. So, was haben wir da? 80%. 2x 65%. So, einer von 4. Rocketeer macht diese Runde noch nichts. Bereitet sich vor, nur für den Fall, dass ein Disc angeflogen kommt. Sniper schießt, was am Ende überbleibt. So. Du. Ja, tickst jetzt den, der am schwersten zu treffen ist. Hat er nur einen Schuss. Sniper später. Nice. Mit der restlichen Bewegung vorrücken. Nicht Rauch, ihm raucht das ein anderer. Gott. Ja, komm. Wieder nehmen. Sah man schon leider. 90% daneben schießen. Kann passieren. Du haust jetzt ab, ja. Das war abzusehen. Nochmal weiterlaufen. Also wir schicken unseren Scout hinterher und der Sniper legt das Ganze dann. Und gleich ins Atemzug kann der Scout auch schauen, ob hier noch irgendwelche Alleingegner sind. Nö. Oh, du machst das einfach selber. Wäre mir eigentlich... Oh, wäre mir eigentlich ganz recht, weil dann kann ich eine Runde stabilisieren. Position bestätigt. Ja, du siehst ihn zwar viel zu weit weg. Oh, 42%. Ja komm, das probierst du mal. Schade. Du vielleicht?
81%. Was hast du denn jetzt? Ja, da muss Sniper jetzt ran. Rest kann trotzdem schon mal weiter vorrücken. Aber wenn ich einigermaßen vorrücke, kriege ich vielleicht noch einen Mail-Container mit ab. Auch wenn da momentan nur 7 Punkte drin sind. So, Trupp 1 endlich. Fujikato. Jetzt mal lauschen, ich höre irgendwo was rascheln. Dieses das Snake Man? Oder diese Strangulierer? Nun sollte es eigentlich mal nachladen. Bereit zum Angriff. Das heißt, ich sollte diese Runde möglichst nicht triggern. Kann ich nicht versprechen. Na, du auch mal nachladen. Locked and loaded. En guardia, por supuesto. Приступаю. Zum Bagger. Можно начинать. Yes, sir. Oh, das ist ja schon das UFO. Das ging nicht, nee. Oh, das war falsch mit dem Overwatch. Au. Er ist in einen Hinterhalt geraten. Trupp 2 ist da. Geh mal, geh mal. Ist nirgendwo Deckung? Schicken wir den Medic mal vor. Jasne, начинаю движение. Nanu? Hier ist doch irgendwo Kartenrand, oder? Ja. Aber nach Norden geht's noch ein bisschen. Das ist neu, oder? Auf die Trailkarte bin ich eben noch nie gestoßen. Ah, wahrscheinlich, weil wir von da starten und ich deswegen es ignoriere. Ja, gut, dann. Heading out. Time to motor. Mal nach Norden umorientieren. Jetzt auch wieder steadyen, weg vom UFO. Nicht, dass du jetzt noch den Outsider triggerst. Dich hätte ich eigentlich ganz gerne ganz nah dran, aber dann triggern wir was. Das wäre so gut. Also bleibst du jetzt hier und machst einfach den an. So, die waren die Richtung, also hinter dem Haus. Und hier sind 2 Mail-Container. Nom nom. Oh, nicht alle. Dann mache ich den doch bestimmt wieder kaputt. Ja, warte, geh jetzt. Geh zurück. So. Und wir machen einfach den Hinterhalt. Am besten gestaffelten Hinterhalt, oder? Kannst du vielleicht durch das Fenster durchschießen? Nicht unbedingt hier so hingehen, dann rücken die nämlich nicht weit genug auf. Du hast die Nahkampffähigkeit die erste. Das mal von da. Kein City Weapon. Ich werde, wie gesagt, keine Rakete benutzen, nur den. Denn ich brauche hier doch recht dringend Waffenfragmente. Und jeder Gegner droppt ihn. Oh, das mit dem Staffeln klappt. Sehr schön. Oh. Oh, hey. ganz ruhig, Junge. Ich weiß, ich habe dir offensichtlich die falsche Waffe mitgegeben. Aber deswegen musst du nicht jetzt deine Deckung zerstören. Auch wenn du die Tarnrüstung hast. Anscheinend nutzen die das nicht aus. Hast du nochmal Glück gehabt, Chef? Achso, du hast nicht deine Deckung zerstört, du hast seine Deckung zerstört. Ah, herrlich. Wo sind die anderen hin?
ist viel zu weit weg. Sniper sieht nichts. Aha. Oh. Und nicht mehr aha. I'm on the move. Ja, da merkt man jetzt den kleinen Unterschied zwischen einem Assault-Gewehr und einem Gauss-Gewehr. Aber das ist kein Problem. 100%. Weg. Lebt noch einer von denen, richtig? Hm. Ja, da. Da, genau. Ab in den Rücken. Nicht auf, genau. Nicht auf den Weltcontainer, bitte. Danke. Das Ding schleift noch gemütlich vor sich hin. Also da bitte hinsprinten. Könnte das sogar jetzt schon diese Runde mir schnappen? Hm? Ja, komm. Das ist eine Command-Fähigkeit. Hm? 6 runter. Ich denke echt, das liegt daran, dass ich irgendwie toll spiele oder alles richtig mache, sonst liegt eher daran, dass sie gerade irgendwelche hohen Ausgaben hatten, was jetzt Buffs angeht. Ein bisschen den Random Number Generator, ne? Malträtieren. Ja, ja, es sind immer 80% Trefferchancen im Hintergrund, ne? Ist alles schon so auf 40% runter. Paranoia ist was Tolles. Geh bitte. Nicht triggern jetzt. Geh einfach nur dahin. So. Du gehst von Baum zu Baum. Denn der Baum ist besser, um ins UFO reinzuschießen. Manos a la obra. Das war schon fast gefährlich. Wobei die Outsider bewegen sich gar nicht, richtig? Also das eigentlich passen. Was ist eigentlich hier oben mit dem Melt-Container? Scannen. Ach, dahin. Kann die Ware sehen. Ricevuto, occhi aperti. Alle so in Position. Nein. Du bist definitiv nicht in Position. Пора пробежаться. Ja, bleib da. On it. Reload. Mit einer mächtigen Waffe. Ja, das wird hinter dem UFO oder im UFO sein. Also okay. Oh, noch ein Meldung. Was ist denn hier los? Und du run and guns erstmal. Was ja so wichtig ist hier. So, Touch. Mal 6. Sind 18 Bucks, ne? Ist doch 3 Bucks pro Stück oder sogar 4. Sag ich nicht nein. Weil sie expandieren, ne? Das könnt ihr jetzt auslösen. Nö. Dann gehst du vor. Hast nachgeladen, dann darfst du an die Ecke. Guten Blick rein. Uff. Ja, mach den Fächer mal ein bisschen größer, damit wir flankieren können. Den einen oder die zwei Outside, die da drin sind. Ich bin jetzt auch nur so vorsichtig, weil ich mir nicht sicher bin, ob diese Fallen nicht auch bei gefallenen Infos funktionieren.
Also mit Falle meine ich, dass man denkt, oh, ist ja nur ein kleines UFO. Und dann greift man die an und plötzlich ist dann da ein Kommandotrupp drin mit 5 Outsidern und einem Offizier von denen und. Das hatten wir in der letzten Staffel, glaube ich, 2-mal. Hier auch schon einmal, oder? So einen größeren Trupp? Gedankenkontrolleur? Ja. Aber das waren jeweils mal Gelandete. Aber ich würde es dem Spiel auch zutrauen, unter Modifikation, dass das ebenfalls auch bei Abgestürzten ganz selten mal passieren kann. Deswegen jetzt so vorsichtig. Und auch, weil ich halt vor kurzem Leute verloren habe, was nicht hätte sein müssen. Ja. So, du. Hier ist irgendwo noch ein Melkordiner, ne? Yep. Fast genau nördlich. Ich sehe hier nichts. Ich kann die Ware sehen. Ah ja. Nächste Runde eventuell. Affirmativo, in copertura. Poniéndome en guardia. Разберемся. Ja. Я есть внимание. So, jetzt aber Triggerzeit. Also geh bitte. Oh, schade, ein Feld fehlt. Kannst du das? Auch nicht. Affirmativo. Ja gut, dann ist die nächste Runde Triggerzeit. Moving the designated position. Yes. Help. Und oh, doch nicht drin. Hm? Ich dachte, ich löse die aus, wenn ich mich hier oder da hinstelle. Aber dem ist gar nicht so. Da aber. Jo. Und das ist nur einer. Aber dafür ein Anführer, richtig? Zeig mal her. Outsider Captain, ja. Opportunist. Lightning Reflexes. Close Combat. If the unit fires without taking any other costly action, it automatically enters Overwatch. Okay. Kann sich heilen und kann springen. Ja, so oder so tagge ich dich mal. Adjusting aim. Oh, du stehst hier nicht gut. Heading to that location. Suppression bewahre ich mir mal auf. 35%. Ich glaube, ich muss da was wegsprengen, ne? Wo ist mein Sprengmeister? Oh, viel zu weit hinten. Kommt hier nicht wirklich durch die Rakete. Okay. Dann dahin. Entweder um nächste Runde von hier aus zu schreddern. Oh, sehr schön, hätte ich nicht gedacht. Also von da aus zu schreddern oder einfach von da zu flankieren mit einem regulären Schuss. Ne. Ist nicht deine Mission. Zu oft daneben geschossen. Overwatch. Auch ein Overwatch. Du suppressed. Roger that. Weil, selbst wenn einer von den beiden getroffen hätte, hätte er nur so viel Schaden gemacht, dass er gegen regenerieren kann. Und so habe ich jetzt die Chance, dass wenn er sich wegbewegt, dass drei Leute auf ihn schießen. Zwei aus dem Overwatch und einer aus dem Suppression. So, passt ja auch noch. I've got my eyes on. Und du schnappst dich. Jo, es ist sehr unter Kontrolle. Aber hey, du kannst nächste Runde sogar vielleicht mal kennen. Mit Run and Gun. Du bist jetzt aber im Overwatch, richtig? Wenn ich das Geräusch gerade eingeordnet habe, richtig. Ist nämlich einer seiner Perks. Dann counten wir mal seinen Perk mit unserem Perk. Go, go, go. Und
beschäftigen den. Gut. Dann schreddern wir den. Schredderrakete sollte ja eigentlich keinen Gegenstand zerstören.